Oh ja, Mann, ich lieb die Mucke. Ja, Freunde, wir haben Blackbeard besiegt, beziehungsweise Ruffyards geschafft. Naja, mit Unterstützung natürlich von unserer Freundin, mit Zorros Dämonenschnitt und dann Ruffy am Schluss mit Red Hawk hat er ihm voll eins reingewirbelt, hey. Der sieht keine Sonne mehr. Wie es jetzt weitergeht, ich bin gespannt. Abschlussbonus, Fähigkeitsnotiz erhalten, okay. Und da liegt er, am Arsch. Genau, so das Kontrolldial. Juhu! We are the champions. Wanted, gar, wir haben noch gesucht. Boah, wow, ein hohes Kopfgeld, ich glaub's auch. Ja, er lacht sich eins ab, hey, na gut, von mir aus, soll er doch. Zorro, Level 2, er wundert mich gar nicht. Level 3, noch weniger. Level 4, wundert's. Level 5. Gar keinen. Level 6, wundert mich allerdings. Schade. So, Synergie, schön. Okay, kennen wir alles. Band der Freundschaft. Noch besser. Direkte Konfrontation. Perfekt. Zorro Silber. Supi. Ja, das war's. So, Sentomaro Münze, alles klar. Geheimnismünzen. Viele neue Münzen. Geil. Für Piraten, okay. Ging gerade ein bisschen sehr schnell, egal, ein bisschen Perry noch. So, wie geht es im Story-Modus weiter? Oh yeah, Mann, Ruffy, wir Piratenkönig. Das müsst ihr dann erst bei One Piece Pearl Warriors 3. Freunde, die Credits sind bereits da. Ja, deswegen neuen Part angefangen, was? Egal. Das war also der Story-Modus, beziehungsweise wohl der Traum-Story-Modus von One Piece Pirate Warriors 2. Ja, die Credits sind auch schon da. Also gut, mein Feedback und mein Fazit wohl eher. Wie fand ich das Spiel? Was war gut, was war schlecht? Schlecht war, ich würde mal sagen, dass halt die Fischmenscheninsel kaum dran war. Ich meine, Pankasar zusammen als Insel, okay. Aber irgendwie da was von Cesar Crown, sprich als Gegner und so, war nicht zu sehen. Genauso wenig wie die Fischmenscheninsel, die eigentlich im Story-Modus, im Original-Story-Modus halt vorher kommen würde. Nun ja. Aber trotzdem halt die ganzen Charaktere, sprich die ganze Strohhüte, bereits nach dem Timeskip und so. War alles sehr geil und ja, also man kann durchaus sagen, es hat seinen Charme. Das trotz allem. Bereits vorbei? Ja, meine Credits sind noch nicht vorbei. Ich meine, für das Fazit. So, ganz kurz. Traummodus dachte ich zuerst mal ganz schnell so auf die Hine. Dachte mir so für mich, hallo, Traummodus? Ähnel und so und alles durcheinander und, hä, was soll das? Gar nicht original, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Hoffe natürlich euch auch. Ja, es gab viele Charaktere zum Zocken. Der Modus, ich meine, theoretisch könnte es doch mal so sein. Es könnte durchaus mal so eine Allianz geben bei One Piece. Dass man trotzdem so Kreaturen, sag ich jetzt mal, oder halt Charaktere wie Arlong und Don Krieg sind große Nummer werden, eher weniger. Trotzdem hat Spaß gemacht und ja, freue mich schon sehr auf One Piece Part Warriors 3, wo es, wie ich hoffe, dann doch der Rest des, ja, des Originals Mangas erzählt wird, mit halt Fischmenscheninsel, mit Pankasat im Original, mit Dressrosa, jetzt gehe ich bereits ein bisschen Spoiler hinein, ich weiß, aber trotzdem muss ganz kurz erzählt werden. Das sind halt Part Warriors 3 trotzdem über den ganzen, ja, und die ganz neue Welt berichtet. Das hoffe ich dann trotzdem, aber ja, trotz allem. Es hat Spaß gemacht, die Musik war trotzdem episch wie immer. Kann man natürlich nie was anderes sagen, auch die CP9-Mitglieder und so. Also man kann sagen,
Obwohl das Spiel nicht von von neuen Welt gehandelt hat, haben die Entwickler irgendwie, wie ich finde, trotzdem das Beste aus der alten, aus der alten Welt, sprich aus One Piece Pirate Warriors 1 Charakteren, aber auch aus neuen Charakteren, wie halt neuen Strohballen nach 2 Jahren, dem Timeskip halt, haben die Entwickler es geschafft, das Beste aus beiden herauszuholen. Und das, denke ich mal, ist zum einen mal ein Lob und zum anderen mal nicht selbstverständlich. Von dem her, war ganz genial. Oh yeah, man. Ja, wir haben natürlich viele Charaktere gezockt, wie zum Beispiel Good Wipe noch nicht, den kann man zocken. Da muss man irgendwie, hat man mal bereits Kommentare geschrieben zu. In den ersten Parts habt ihr geschrieben, dass man da irgendwie, glaube ich, zuerst die Freundeslogs machen muss, dann kann man Whitebeard freispielen. Wenn man dann nochmal in den Traummodus geht und, glaube ich, Kapitel 4, Episode 3 oder Episode 2 nochmal zockt, dann soll es möglich sein, Whitebeard frei zu zocken. Ja, mal gucken, vielleicht machen wir das noch. Freundeslogs gehen wir sicher mal rein, gucken, wie es so aussieht und so. Ob ich jetzt da aber jetzt noch ein 100% One-Let's Play davon mache, ich weiß nicht, mal gucken. Also mal schauen, wie es so aussieht und so, ob es noch Spaß macht, ob es was Neues ist und so. Ansonsten würde ich dann sonst schon sagen, dass dann Lore zocken, das wäre auch noch was. Und Blackbeard zocken, ja genau. Naja, wie dem auch sei. Das war soweit mal zum Traummodus. Wie es jetzt weitergeht mit dem Freundeslogos, Freundesmodus, das sehen wir ja gleich. Ob es sich lohnt, diesen auch noch komplett zu zocken. So. 2013, Namco Bandai Games. Vielen Dank dafür. Vor der Episode Log von Ruffy ist jetzt im geraden Log verfügbar. Log von Whitebeard, oh. Von Don Creek, okay. Along, Okta, meine Fresse, Lapin. Lapin Lazulit, Warpol, Mr. Free, Lucky, Eki, ja, da kommen noch alles. Chabura, Bruno, kommen die alle freispielen oder was? Minotaurus auch noch, klar, Magellan. Ja, ich habe noch was anderes zu tun, Freunde. Tschüss, wäre cool zum Zocken. Oh Mann, ey. Das war jetzt aber gerade viel. 4 Kapitel plus 3 Episoden, so lange hat das Spiel gedauert. Oder zumindest mal der Hauptstory-Modus. Und jetzt geht's weiter zu einem Freundes-Modus und vielleicht geht es sogar noch. Wie jetzt, letztes Kapitel ist mir verarschen. Titelbestrebungen wurden vereitelt. Es gibt jedoch nach wie vor eine versteckte Route in dieser Geschichte. Sammeln noch mehr Freunde und verlange das wahre Ende. Aber muss ich es trotzdem 100% zocken, sonst sehen wir das ja nicht. Na gut, von mir aus, Freunde-Episode, aber gibt es eigentlich sonst noch so? Online-Modus, ja, eventuell mal gucken, ob wir das noch machen. Piratenlog, wa? Ja. Okay, Hauptgeschichte, Freunde-Episode. Schauen wir es uns an, wa? Jetzt muss... Na klar, ich muss Smoko zuerst machen, okay, von mir aus. Machen wir also Smokos Geschichte. Mit Garbnüssen ist stark. Zoro? Noch immer den Chopper? Nee. Ja gut, nimm Zoro, hat ihn schon länger nicht mehr. Ja, ich nehme... Ja, gut, Zoro, wie immer. Freund-Episode, bin mal gespannt. Ja, typisch Smoker. Okay, und was soll es jetzt genau bringen? Ich verstehe den Sinn eigentlich nicht ganz. Mal schauen, was es dahinter genau sein soll. Kommen wir dann Ruffy. Ja, relativ einfach aus, wa? Besiege Smoker, kriegen wir hin. Oberterritorium, ja, schön. Die Kampf vorbereiten, das Berry-Wachsen müssen noch was machen. 2 Level. Ja doch, wieso eigentlich nicht? So, gut, Level up. Krieg noch was Neues, neue Attacke, glaube ich, ja weniger, wa? Schade. Da auch schon Freund auswählen. Sanji, wa? Was Neues. So, Münzen. Kann noch eine auswählen. So. Wunderbar. Und Tutti Quanti. Wunderprächtig. Legen wir los, Freunde. Mit der Freundes-Episoden-Look von Smoker. Hm. So, was sind wir jetzt? Barati? Nö. Hä, was sind wir hier? Marineschiffe? Unterstützendes Territorium. Ein sogenanntes unterstützendes Territorium ist ein Gebiet mit einem Spezialeffekt. Oha. Guerilla-Kämpfer aus allen anderen feindlichen Territorien werden erscheinen, sobald unterstützende Territorien aktiv sind.
Ja. Bin gespannt. Was ist meine Aufgabe? Nimm das feindliche Territorium ein. Oh. Ja, mehrere, wie es aussieht, wa? Oh Mann, oh Mann. Das war's schon? Ich bin vielleicht ein bisschen über Power, kann das sein? Egal, dann geht's schneller. Juhu! Dagebums! Ja, es geht schneller. Ich sage jetzt nicht deswegen, weil ich irgendwie das Spiel schnell vorbei ist, beziehungsweise das Let's Play davon. Das sicher nicht. Es ist einfach so, dass ich halt, ja. Dass halt trotz allem das Spielsystem das gleiche ist und ich trotzdem lieber so das Ganze halt schnell beenden möchte, als da irgendwie Dutzende von Parts reinstecken, ohne dass da groß was passiert. Darum geht's mir vor allem. Der Action-Faktor, natürlich der Unterhaltungsfaktor generell, der muss stimmen. So, wenn man sagen, das haben die ziemlich gut erobert, wa? Erobert! Was kommt als nächstes? Da oben, wa? Wollte ich Kanonenkugeln? Wo ist denn Smoke abge... Na, falsch abgebogen, tatsächlich. Oh, ein Schatz! Ein bisschen Knete. Ist ja auch nie verkehrt. Du-du. Meine Kommandant voll daneben. Und ich lasse ihn einfach links locker liegen. Tja, so bin ich halt. Das war's für dich. Tschüssi, Kowski. Wo ist der Nächste? Da hinten. So, war's das? Noch nicht eingenommen. Glaub's nicht, hey. Das kann aber nicht sein. Wieso nicht? Der Kommandant fehlte noch. Ne, sind noch ein paar andere, wa? Zack, bums, zack, zack, zack. Und... Yeah, man. Zoro hat's drauf. Der weiß, es funktioniert. Sieht cool aus, sieht cool aus. Und der Anführer noch. Der will auch noch auf die Mütze haben. Kann er von mir aus haben. Alter, ich treffe nicht. Was bist du für ein... Arschgesicht, geht doch. Gut, das hätten wir soweit. Was kommt jetzt? Effekt aufgehoben. Ist das gut oder schlecht? Jetzt noch viele Feinde, wie es aussieht, wa? Smokers, Streitkräfte, was interessieren mich die? Pass auf, dass Waffe nicht flieht, oha. Das auch noch, alles miteinander. Ach, das macht er schon nicht, das macht er schon nicht. Das ist doch unser guter alter Kumpel, Waffi. So, kommt alle aufeinander, alle auf einen Haufen, alle auf einen Haufen. Das wird lustig. Guck mal. Yeah! Geilomatico! Das macht Fun! Das macht Freude! So ist das Leben! Juhu! Hm. Beziehungsweise so müsste das Leben sein! Santoryu Hua! Eine Kombo nach, dann hau ich raus, aber irgendwie ist hier gerade ein bisschen wenig los, Freunde, wa? Aber Zoro ist schon ein cooler Schwertkämpfer, ey! 6-Schwerter-Stil! Mit der Suhr natürlich, wobei wohl ist eigentlich eher 9 Schwerter dann, wa? 3x3 werden also 9. Wo ist der Anführer? Kann er da? Hm, das dauert mir ein bisschen zu lange, Freunde. Mach ein bisschen hinne hier, wa? Oh, Sanji wählt ja auch noch. Sanji! Wo ist er denn? Wo ist er denn, liebe Anführer? Da ist er ja. Guck mal, jetzt geht's aber ganz schnell. Ging ein bisschen zu schnell. Ach Mensch. Och Menschenskind. So, lass alle beiseite, sind mal egal. Die sind allerdings nicht so egal.
Sanji, was machst du da? Alter, der räumt ja hier auf wie sonst was. Boah. Ja. Ist eigentlich noch jemand? Ist alles blau hier. Ich sehe nichts Rotes mehr, ist alles blau. Blau, 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 wie dein Zehan. Lalalala. Oder wieder Michael jeweils Freitagabends. Was hat das gesagt? Du, 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 du. Bams, Bums, Falla. Und wie sie fallen. Wie die fliegen. Was mache ich überhaupt? Bereits eingenommen. Och Mensch, ich bin ja auch manchmal ein Trottel. Hey. So. Wie geht's euch, Leute? Ja, wir sind voll motiviert. Glaube ich gerne. Glaube ich gerne. So, 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 so. Wer ist denn da unten noch? Da sehe ich doch jemanden. Da sehe ich jemanden. Ja, ich natürlich auch. Wenn wir gerade ein bisschen egal sind. Was mir nicht egal ist, ist der da unten. Der Kommandant. Was will der denn? Gut geblockt, Kumpel. Gut geblockt, was aber nichts bringt. Denn gut geblockt ist hier halb verloren. Hey, was? Oder umgekehrt. Er ist mir ausgewichen. Die Arsch. Oh, ne, doch nicht. Hab ihn doch erwischt. Geil gemacht, so. Gut gemacht. Wir sind eigentlich dort. Ach so. Das ist meiner. Lauf rüber, Team Zorro. Mensch, ich weiß, du bist nicht gerade der perfekte OL-Läufer und so, Entjungsläufer. Aber ein bisschen mehr kann auch dir nicht schaden. Du, du. Dort unten sind sie alle. Dort kommen sie schon. Der Rückzug, wenn ihr es unbedingt wollt. Kein Problem, kein Problem. Aber ich will eigentlich das hier erobern. Oder will ich einnehmen, wa? Tschüssikowski, hat mich gefreut, Kumpel. Du. So, ein Schatz noch. Oh, eine Münze, eine Münze. Geil. Sanji, it's your turn. Wir müssen hier ein bisschen hinmachen. Bum, bum, bum. Oh yeah, man. Sanji und Zoro, das Monster-Duo. So, Waffle ist leider nicht da. Also, Schiff natürlich schon, aber jetzt gerade bei mir momentan nicht so präsent. Und deswegen müssen das die beiden gerade alleine machen. Ich würde trotzdem noch gerne noch dazu kommen. Schon nicht mehr dazu. Mit Sanji ausharren, bis wir... Beziehungsweise mit Zoro ausharren, bis der Anführer erscheint. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Dort. Nein, ich wollte es gerade noch machen. Verdammter Mist. Ah, egal. Ging auch so. Gut. Zoro hat den Westschiff-Bug eingenommen. Ach so, das Bug, nicht den Bug. Warst du? So kommst du jetzt persönlich oder wie sieht's aus? Die Tore sind endlich offen. Geht doch. So, schalte Smoker aus. Wisst ihr was, Freunde? Pals bereits mal vorbei. Der Part ist vorbei. Sind wir da? Wobei, es geht immer so schnell hier, wa? Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Sind überhaupt alle? Dort sind sie ja. Guter Kämpfer und sonst noch, wer da alles dazugehört. So, relativ schnell. Wow. Ja, ich glaub's auch. Dankeschön. Nicht nochmal, Kumpel. Kein zweites Mal. Oh, geht relativ schnell, sehe ich gerade. Nicht den. Ich will Smoker haben. Mensch, ich will Smokey. Den Raucherfreak. Wo ist er jetzt? So, beide drin. Fast. Komm schon, es muss klappen. Ich muss beide treffen. Habe ich auch. Dann zieht sie zurück. Und das war's mit Smoker. Oh, nicht ganz so fast. Komm schon auf die Schnelle immer helle. Das überlasse ich dir, Sanji. Juhu. So, wo ist er jetzt?
Du hast den Kampf gewonnen! Smoky ist down! Und damit hätten wir das auch geschafft. Das Freundeslog von Smoke, wenn es darum geht, wo es, ja, ihn auszuschalten. Das ist alles. Was auch sonst, was auch sonst. Gut zu wissen, dazu müssen wir ihm bloß ein bisschen die Frisur recht schneiden, wa? Wie es aussieht. Was soll's? Sanji Level 4, Synergie, Band der Freundschaften, überlass die mächtigen Gegner mir. Man damit Haki-Gegner? Haki-Gegner. Man nicht Haki-Gegner. Logia-Gegner natürlich. Logia. Logia. Logisch. Logische Intelligenz. Smoke Münze, okay. Teamfähigkeit erhalten, aber noch besser. Mundraub. Was? Wir haben neue Freunde erhalten. Smoke als Freund. Naja. Wer es braucht, nicht wahr? Wer der Mitglied meiner Crew? Muss das sein? Tja, scheinbar ja schon. Also die Freundeslogs gehen relativ schnell. Ich glaube, das liegt auch hinter unserem Level, hä? In Zusammenhängen, genau. Also wohl ein Log nach dem anderen. Sprich zuerst Smoker, dann Nami, aber das dann wohl erst im nächsten Part. Im Freundeslevel 4. Vollkommen übertrieben sind wir von der Stärke, aber das, ja. Wird da trotzdem sagen, pro Part halt irgendwie ein Freundeslog oder eine Freundesepisode wohl eher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Parts also noch. Circa. Da ein bisschen mehr. Mal gucken, wie viel wir dann jeweils in einen Part genau reinkriegen. Auf alle Fälle sind wir für heute vorbei. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei One Piece Pirate Warriors 2, der Freundesepisoden. Log von Nami. Oh yeah, oh yeah. Tschüss.